Guten Tag und herzlich willkommen. Wir stehen am Rande des Berliner Rosa-Luxemburg-Platzes. Im Hintergrund das Karl-Liebknecht-Haus, der Sitz der Partei Die Linke. Ein Haus mit einer langen und sehr bewegten Geschichte. Es gibt aus meiner Sicht in Berlin kaum ein anderes Gebäude, wo sich die Geschichte des 20. Jahrhunderts in so konzentrierter Form widerspiegelt wie eben im Karl-Liebknecht-Haus. Und dazu kommt, dass das Karl-Liebknecht-Haus ein geschichtliches Objekt ist, das von zahllosen Legenden und Gerüchten umrankt wird, über die wir in den nächsten Minuten ebenfalls sprechen werden. Wir stehen im Innenhof des Karl-Liebknecht-Hauses und wenn man sich umschaut, sieht man, das Karl-Liebknecht-Haus hat eine dreieckige Grundform. Das liegt daran, dass das Haus entlang der kleinen Alexanderstraße, der Weidinger Straße und der Bartelstraße gebaut wurde. Was die Größe des Innenhofes betrifft, das ist eben eine dieser vielen Legenden, von denen ich gesprochen habe. Als das Haus 1912 gebaut wurde, war der Bauherr, der Kaufmann Rudolf Werth, verpflichtet, einen Grundriss zu wählen, der es, so die Legende, der Feuerwehr erlauben würde, mit einem pferdegezogenen Löschwagen auf den Hof zu fahren, hier zu wenden und hier wieder rauszufahren. Es gab zu dieser Zeit zwei Tordurchfahrten. Vor der einen stehen wir, das ist jetzt der Durchgang zur kleinen Alexanderstraße. Und auf der Rückseite, das können wir nicht sehen, ist aber auch nicht so wichtig, weil sie zugebaut ist. Dort befand sich eine zweite Durchfahrt zur Bartelstraße. Im Hintergrund sehen wir eine Fliesenwand. Das ist sozusagen dem nachempfunden, was 1912 hier gebaut wurde. Das Karl-Liebknecht-Haus, wie es 1912 gebaut wurde, war ein oder ist immer noch eine Stahlskelettkonstruktion, für die damalige Zeit vor über 100 Jahren eine sehr moderne Bauweise. Das erlaubte es nämlich, selbst in den oberen Etagen vergleichsweise schwere Maschinen aufzustellen und die Räume einfach nur mit Ziegelwänden so auszufachen, dass sie den Bedürfnissen der jeweiligen Nutzer entsprachen. Der Kaufmann Rudolf Werth, der dieses Haus bauen ließ, hat hier selber seine Adler-Türschließer produziert. Das war das wichtigste Produkt, was in diesem Haus erzeugt wurde. Und der Adler-Türschließer hat dem Haus sogar seinen ersten Namen gegeben. An der Spitze zwischen der Weidinger Straße und der Bartelstraße befand sich ein turmartiger Aufbau. Und auf diesem turmartigen Aufbau befand sich eine Weltkugel mit einem Adler, der seine Flügel weit gespreizt hatte. Und dieser Adler gab dem Haus seinen ersten Namen, der sogar im Grundbuch festgehalten wurde. Von 1912 bis etwa 1926, 27 war das Karl-Liebknecht-Haus das Adlerhaus. Außerdem befanden sich hier im Hause eine ganze Reihe anderer Produktionsstätten. Es wurden Werkzeugmaschinen gebaut, es wurden Hemden, Textilien genäht, Krawatten produziert. Es gab eine Fachschule für Spirituosentechnik. Einige Zeit lang wurden hier sogar Spirituosen und Essenzen produziert. Also es gab die unterschiedlichsten Mieter und ein Blick in die zahlreichen Adressbücher, die aus jener Zeit überliefert sind, zeigt, wie häufig auch die Mieter gewechselt haben. 1923 ging Rudolf Werth pleite. Er musste das Karl-Liebknecht-Haus, damals noch das Adlerhaus, verkaufen. Es ging über mehrere Zwischeninstanzen 1926 an die Kommunistische Partei Deutschlands, die dringend einen neuen Parteisitz suchte. Und das spätere Karl-Liebknecht-Haus war in mehrfacher Hinsicht ein geeigneter Ort. Er lag am Rande des proletarischen Ostens, dort, wo sich die Kommunistische Partei besonders zu Hause fühlte. Er lag außerhalb des Sperrgebietes, des Sperrgürtels, den die Polizei großzügig um das ehemalige Stadtschloss, um den Regierungssitz, um das Parlamentsgebäude gezogen hatte, sodass also auf dem Platz vor dem Karl-Liebknecht-Haus auch ganz regulär Demonstrationen stattfinden konnten. Und das Haus war von der Größe her geeignet, allen Institutionen der KPD entsprechenden Platz einzuräumen. Das Haus war damals größer. Das ist zumindest mein Gefühl, wenn ich mir Unterlagen aus der damaligen Zeit anschaue. Nicht nur deshalb, weil der Innenhof geschlossen gewesen ist. Hier gab es ein Quergebäude. Oben im vierten Stock, Julian wird nachher die Kamera noch draufdrehen, da ist mein Arbeitszimmer und das gehörte mal zum Leninsaal. Das war der Tagungssaal des Zentralkomitees. Aber wir können einfach mal von unten anfangen, wie es im Karl-Liebknecht-Haus ausgesehen hat. Hier drüben, dort wo jetzt der Konferenzraum 1 ist, befand sich eine Druckmaschine.
eine Druckmaschine, die so groß war, dass sie im Keller aufgestellt werden musste und bis in die erste Etage reichte. Ich habe in verschiedenen Archiven Unterlagen darüber gefunden, wie diese Druckmaschine gekauft wurde und nach Berlin kam. Sie wurde nämlich in Athen von der Kommunistischen Partei Deutschlands preiswert gekauft, dann nach Hamburg verschifft und von Hamburg nach Berlin gebracht. Und zwar mit einem riesigen bürokratischen Aufwand. Es ist faszinierend zu sehen, wie schon vor fast 100 Jahren Verträge geschlossen wurden, Versicherungen abgeschlossen wurden, Verantwortlichkeiten festgelegt wurden. Jedenfalls diese Maschine landete dort in diesem Konferenzraum und stand dann ja buchstäblich nicht mehr still. Es wurde die Rote Fahne gedruckt, die wichtigste Zeitung der KPD, Flugblätter, Broschüren, andere Zeitungen, Plakate. Dadurch, dass das ganze Haus eine Stahl-Skelett-Konstruktion gewesen ist, muss es eigentlich hier überall gedröhnt haben. Es muss ein fürchterlicher Lärm geherrscht haben. Ein bisschen was haben wir jetzt von den Nachbarbaustellen, aber so schlimm wie damals ist es auch heute nicht mehr. Gucken wir mal auf die Seite, wo die kleine Alexanderstraße sich befindet. Im Erdgeschoss befand sich damals bis 1928 ein Geschäft für Ausrüstungsgegenstände des Rotfrontkämpferbundes. Der wurde 1928 verboten, existierte dann halblegal als Parteiselbstschutz weiter, aber natürlich konnten keine Ausrüstungsgegenstände und Ähnliches mehr verkauft werden. Hier unten befand sich die Expedition der Roten Fahne. Expedition heißt eigentlich nichts weiter als Versand. Man muss sich das praktisch vorstellen. Hier wurde die Zeitung gedruckt. Allein in Berlin wurden jeden Tag mindestens 25.000 Exemplare im Straßenverkauf verkauft. Das sah dann so aus, dass frühmorgens um 5, um 4:30 Arbeiter mit ihren Fahrrädern kamen, sich ein Packen Zeitungen auf den Gepäckträger luden und dann in ihre Wohngebiete fuhren und dort die Zeitungen im Straßenverkauf verkauft haben. Erst 1929 hat sich die KPD einen kleinen LKW geleistet, um diese Zeitungen dann dorthin zu bringen, wo sie gebraucht worden sind. Hier drüben, Konferenzraum 3 heute, befand sich die sogenannte Nudelei. Die Nudelei, das war nichts weiter als ein Raum, wo Vervielfältigungsapparate standen. Man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen, wo wirklich mit der Hand genudelt wurde und dann wurden einzelne Dokumente vervielfältigt und verteilt. Auch dort herrschte ständig großer Betrieb. Wieder zurück, kleine Alexanderstraße, erste Etage. Hier oben befanden sich die Räume der VIVA, das war die Vereinigung internationaler Verlagsanstalten. Das war ein Zusammenschluss kommunistischer Verlage und Druckereien. Und Zusammenschluss bedeutet, man hat gemeinsam den Kauf von Papier organisiert, man hat gemeinsam Druckkapazitäten in Anspruch genommen, soweit die eigenen nicht reichten und hat dadurch günstigere Preise erwirtschaften können. Und natürlich im Kalibnichthaus gab es auch einen Buchladen, so wie heute auch. Dort wurden Produkte, Bücher verkauft, Broschüren verkauft, die eben von den VIVA oder angeschlossenen Verlagen produziert wurden. Neben den VIVA-Räumen befand sich die Redaktion der Roten Fahne, wie gesagt, die wichtigste Tageszeitung der Kommunistischen Partei. Sie wurde im November 1919 von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg gegründet und die letzte legale Ausgabe vor dem Beginn der faschistischen Herrschaft erschien am 13. Februar 1933. Dann wurde sie auf unbestimmte Zeit verboten und es gab nur noch einige Exemplare, die während der Nazi-Herrschaft als illegaler Druck nach Deutschland gebracht und dort verteilt worden sind. In der Etage darüber, im zweiten Stock, da befanden sich die Räume der Bezirksleitung Berlin-Brandenburg-Lausitz-Grenzmark. Also im Prinzip das Land Brandenburg, so wie es heute existiert, bis weit in den sächsischen Raum hinein und darüber hinaus. Also ein Gebiet, das sozusagen die Umgebung, die weitere Umgebung von Berlin umfasste. Parteichefs für diese Gebiete waren zunächst Wilhelm Pieck, später dann Walter Ulbricht. Sie gehörten auch zum engeren Führungszirkel der KPD, zum Zentralkomitee und zum Politbüro. Diese Gremien hatten ihren Sitz im dritten und im vierten Stock. Und im vierten Stock in einem Gebäudeteil, der heute nicht mehr existiert, da befand sich auch das Arbeitszimmer des Parteivorsitzenden Ernst Thälmann. Und eine der Legenden, um auf dieses Thema nochmal zurückzukommen, mit diesem Arbeitszimmer lautete, man musste durch einen Kleiderschrank gehen, bevor man das Arbeitszimmer von Ernst Thälmann betreten konnte. Wie dieses Gerücht entstanden ist, weiß keiner. Es ist aber bekannt, dass 1932 eine Delegation von sozialdemokratischen Arbeitern Thälmann besuchte
Und es ist definitiv überliefert, dass niemand von diesen sozialdemokratischen Genossen durch einen Kleiderschrank steigen musste, um zum Parteivorsitzenden der KPD zu gelangen. Der fünfte Stock ist ein ganz besonders interessantes Kapitel. Dort befanden sich Gästezimmer, einfache Gästezimmer, Toilette und Bad natürlich über den Flur. Wobei üblich war, Genossen, Genossinnen, die also aus der Provinz nach Berlin kamen, um hier Aufgaben zu erfüllen, schliefen für gewöhnlich in den Wohnungen von anderen Genossen hier in der näheren und weiteren Umgebung des Kalibknechthauses. Auch von Ernst Thälmann ist bekannt, dass er ein ständiges Quartier in Charlottenburg hatte. Aber es gab auch Fälle, zum Beispiel der berühmte Revolutionär und Rebell Max Hölz, der 1928 nach seiner Freilassung aus dem Zuchthaus hier mehrere Wochen im Kalibknechthaus oben im fünften Stock wohnte, bevor er dann aus Sicherheitsgründen in die Sowjetunion emigrierte. Im fünften Stock befanden sich außerdem Künstlerateliers. Hier haben Künstler wie John Hartfield unter dem Dach der Kommunistischen Partei, und zwar unter dem Dach im wörtlichen und im übertragenen Sinne, revolutionäre Kunst geschaffen. Ich erinnere an die berühmten Fotomontagen, die von John Hartfield als Kunstform entwickelt und nahezu perfektioniert wurden. Aber es gehörte eben auch dazu, dass hier Plakate entworfen wurden, Flugblätter entworfen und gestaltet wurden und Installationen, wie sie heute nicht mehr üblich sind, für Demonstrationszüge als Dekoration. Es gibt ein berühmtes Foto von einer solchen Dekoration zum 10. Jahrestag der Oktoberrevolution an der Spitze Bartelstraße, Ecke Weidinger Straße. Alles das sind Sachen, die hier unter diesem Dach entstanden sind. Das Kalibknechthaus war in gewisser Weise auch Sitz der ASSO. Das ist die Assoziation Revolutionärer Künstler gewesen, in der sich linke, kommunistische Künstler zu einer Vereinigung zusammengeschlossen haben und dort eben Kunst nicht nur für den künstlerischen Gebrauch, sondern für den Alltag produziert haben. Eine Geschichte, die aus meiner Sicht noch viel zu wenig erforscht worden ist, zumindest die Rolle, die das Kalibknechthaus dabei gespielt hat. Wir stehen jetzt in der kleinen Alexanderstraße 28 vor dem Kalibknechthaus. Kleine Alexanderstraße 28, das war von Anfang an, seit 1912, die offizielle Adresse dieses Gebäudes, und auch in den Jahren der KPD war es die kleine Alexanderstraße 28. Nicht einmal die Hausnummer hat sich geändert, und das ist in einer Stadt wie Berlin, wo eigentlich alles sich ändert, doch etwas Außergewöhnliches. Ich hatte vorhin erzählt, das Kalibknechthaus ist 1912 gebaut worden, 1926 ist hier die KPD eingezogen, und ich habe nun schon etliche Führungen durch dieses Haus gemacht, viele Besuchergruppen mit der Geschichte des Hauses vertraut gemacht und habe dabei die Erfahrung gemacht, dass insbesondere die Zeit, als die KPD hier zu Hause gewesen ist, die Zeit zwischen 1926 und Anfang 1933, die Zeit ist, für die sich die meisten Besucherinnen und Besucher interessieren. Und ich muss sagen, sie haben durchaus recht aus meiner Sicht. Es ist wirklich die intensivste Zeit gewesen. Das Kalibknechthaus war ein offenes Haus. Und es war eine Festung. Es war ein offenes Haus, weil es natürlich für Mitglieder und Sympathisanten der Kommunistischen Partei immer offen stand. Es war nicht nur ein reines Verwaltungsgebäude, wo die verschiedenen Gremien der Parteien ihren Sitz hatten, wo gedruckt wurde, wo Zeitungen produziert wurde. Es fanden hier auch Ausstellungen statt. Unter anderem 1927 eine Antikriegsausstellung mit mehr als 10.000 Besuchern. Eine Zahl, die eigentlich heutzutage völlig unvorstellbar ist. Und viele andere Dinge. Das Leben war damals auch gänzlich anders organisiert. Der Platz vor dem Kalibknechthaus, damals noch Bülowplatz, war belebt, war ein ständiges Kommen und Gehen. Und für viele Arbeiterinnen und Arbeiter, die hier in der Nähe wohnten, war der Bülowplatz sozusagen ihr öffentliches Wohnzimmer, wo viel von ihrem persönlichen Leben stattgefunden hat. Es gibt Fotos, wo also hier Fußball gespielt wird, wo Zeitungsverkäufer der KPD unterwegs gewesen sind. Und alles das gehörte mit sozusagen zur Umgebung des Kalibknechthauses und war Teil des Selbstverständnisses auch. Andererseits, auch das muss man sagen, war das Kalibknechthaus eine Festung. Es war ein belagertes Haus. Es gab hier in der Nähe eine Kaserne der Schutzpolizei, deren einzige Aufgabe es gewesen ist, das Kalibknechthaus unter Kontrolle zu behalten. Auf der anderen Seite des heutigen Rosa-Luxemburg-Platzes
damals Ranke-Straße, heute Rosa-Luxemburg-Straße, befand sich ein Polizeirevier, dessen wichtigste Aufgabe es war, das Kalibknechthaus zu überwachen und unter Kontrolle zu halten. Und es geschah immer wieder, dass die Polizei mit großer Gewalt, ohne jeden Anlass, auf Arbeiter mit Gummiknüppel losging, nur weil sie sich einfach in der Umgebung des Kalibknechthauses versammelt haben. Und das hat natürlich für große Spannungen in der Umgebung gesorgt. Es war auch sozusagen eine Widerspiegelung dessen, dass die SPD im Land Preußen, zu dem Berlin gehörte, die wichtigste politische Kraft war, die Kontrolle hatte über die Polizei. Und hier saß die Kommunistische Partei, das waren sozusagen die proletarischen Brüder und wurden als Staatsfeinde behandelt von einer Arbeiterpartei, die im Prinzip im Besitz der Staatsmacht gewesen ist. Und es gibt einen wunderbaren Aufsatz von Karl von Ossietzky, der 1931 in der damals schon legendären Weltbühne einen Aufsatz geschrieben hat, wo er das Karl-Liebknecht-Haus beschrieben hat, wo er aber auch am Beispiel des Karl-Liebknecht-Hauses das sehr gespannte Verhältnis zwischen Kommunisten und Sozialdemokraten beschrieben hat und von einem Bruderkrieg gesprochen hat, wie in einem Shakespeare'schen Drama. Wenn die Polizei anrückte, was in den Jahren der Weimarer Republik sehr häufig passierte, bestand die erste Aufgabe der Pförtner, die hier zum Beispiel im Durchgang gesessen haben, darin, das Scherengitter, was es damals vor dem Kalibknechthaus gab, zu schließen und einen Alarmknopf zu betätigen. Mit dem Alarmknopf ging ein Signal an die Nudelei, von der ich vorhin gesprochen habe, und dort war der Hauptschalter für den großen Fahrstuhl, ein Industriefahrstuhl, der sich im Innenhof befand. Der Fahrstuhl wurde abgeschaltet und die Polizei, die ins Haus stürmte, nachdem sie dann das Scherengitter überwunden hatte, musste also zu Fuß in die dritte, vierte, fünfte Etage. Und damit war Zeit gewonnen, um bestimmte Materialien, die der Polizei nicht in die Hände fallen durften, zu verstecken, aber auch um Menschen zu verstecken, die im Kalibknechthaus arbeiteten, aber polizeilich gesucht wurden. Deutsche und ausländische Kommunisten, unter anderem Georgi Dimitrov, der später berühmt wurde als Held von Leipzig im Reichstagsbrandprozess vom September bis Dezember 1933. Dimitrov lebte illegal in Berlin. Wäre er hier verhaftet worden, wäre er an Bulgarien ausgeliefert worden und dort drohte ihm die Todesstrafe. Und für solche Menschen, Dimitrov war ja nicht der einzige Fall, waren Verstecke vorbereitet hinter Bücherschränken, hinter Heizungsverkleidungen und Ähnlichem. Und die Polizei hat auch in keinem einzigen Fall dort irgendjemanden gefunden. In späteren Jahren kam die Polizei dann dahinter, wo sich der Schlüssel für den Fahrstuhl befand oder der Hauptschalter für den Fahrstuhl. Dann wurde der Fahrstuhl in Betrieb genommen und die Polizei benutzte den. Was damals nicht bekannt war, was heute als weitere Legende oder auch Geschichte kolportiert wird, im doppelten Boden des Fahrstuhles befand sich ein Geheimarchiv mit den wichtigsten und vertraulichsten Unterlagen der Partei. Und wenn die Polizei herauf und runter fuhr und die Räume durchsuchte, dann stand sie im Prinzip auf den Dokumenten, die sie so dringend gesucht hat. Das hört sich im Nachhinein im Abstand von fast 100 Jahren wie ein großer Spaß an, aber es war damals blutiger Ernst. Es war in Berlin herrschte und Berlin und im ganzen Deutschen Reich herrschte eine Bürgerkriegsatmosphäre mit blutigen Auseinandersetzungen zwischen Kommunisten und Sozialdemokraten auf der einen Seite und den immer stärker und dreister werdenden Nazis auf der anderen Seite. Und in Berlin und in anderen Städten war es so, es gab also einen kommunistischen Kiez, es gab einen sozialdemokratischen Kiez, es gab einen Nazi-Kiez. Und die Kneipen dort gehörten eben den Kommunisten, gehörten den Nazis, gehörten den Sozialdemokraten. Und jemand, der nicht zu diesem Zirkel gehörte, durfte sich dort nicht sehen lassen. Und in den kommunistischen Kneipen des Gebietes um das Karl-Liebknecht-Haus gab es eine ganze Zahl von Hinterräumen, die vorbereitet waren als Lazarette für den Fall, dass es zu blutigen Auseinandersetzungen kommen würde. Es gab Ärzte, die Mitglieder der Kommunistischen Partei waren bzw. mit den Kommunisten sympathisierten, die bereit waren, dort Verwundete zu behandeln, die nicht ins Krankenhaus gehen konnten, zu einem regulären Arzt gehen konnten, weil sie dort sofort verhaftet worden wären. Also es war hier eine sehr angespannte, sehr blutige Atmosphäre und insofern ist all das, was mit der Geschichte des Hauses zu tun hat, auch wenn es sich manchmal sehr heiter und sehr lustig anhört, alles mit einem sehr großen Ernst verbunden. Die Kommunistische Partei hat natürlich immer wieder versucht, aus dem Karl-Liebknecht-Haus heraus in die Öffentlichkeit zu drängen. Und das geschah zum Teil mit ganz praktischen Mitteln. Der Baum hinter mir, der ist natürlich erst nach 1945 gepflanzt worden. Vor 1933, zu KPD-Zeiten, befand sich hier eine große Blumenrabatte.
rote Blumen in Form eines roten Sterns, in Form eines Sterns, der dann bei besonders feierlichen Anlässen auch beleuchtet wurde. Ich würde sagen, ein fürchterlicher Kitsch, gehörte damals aber zum Zeitgeist und wurde von den Besucherinnen und Besuchern des Hauses jedes Mal mit großer Begeisterung aufgenommen. Ende der 20er Jahre hatte die Kommunistische Partei die Idee, hier auf dem damaligen Bülowplatz, genau zwischen Volksbühne und Karl-Liebknecht-Haus, ein Lenin-Denkmal errichten zu wollen. Lenin, der Führer der russischen Revolution, 1924 gestorben, war in der kommunistischen Bewegung eine legendäre Figur und zu seinem fünften Todestag sollte dieses Denkmal errichtet werden. Allerdings hatte die Polizei massive Einwände aus Sicherheitsgründen, die durchaus plausibel waren. Allerdings ging es natürlich nicht um die Frage der Sicherheit, sondern darum, dass in Berlin kein Denkmal für einen Revolutionsführer geschaffen werden sollte. Und die Sicherheitsbedenken waren ganz ohne Frage nur vorgeschoben. Jedenfalls wurde dieses Denkmal niemals gebaut. Der damalige Bülowplatz, heute Rosa-Luxemburg-Platz, gehörte faktisch mit zu der großen öffentlichen Inszenierung, dessen wichtigstes Element das Karl-Liebknecht-Haus gewesen ist. Deswegen stehen wir jetzt auf dem Rosa-Luxemburg-Platz, im Hintergrund die berühmte Volksbühne, die schon zur Kaiserzeit als Volksbühne gebaut worden ist. Zur Geschichte des Rosa-Luxemburg-Platzes gibt es einiges zu sagen, was ganz eng mit der Geschichte des Karl-Liebknecht-Hauses verbunden ist. 1933, unmittelbar nach der Machtübergabe an Hitler und seine Bande, wurde das Karl-Liebknecht-Haus von der Polizei und später auch von der SA besetzt. Es wurde beschlagnahmt als Herd kommunistischer Zersetzung und dem preußischen Staat zur weiteren Nutzung übergeben. Die Nazis machten aus dem Karl-Liebknecht-Haus ein Horst-Wessel-Haus, benannt nach einem SA-Mann, der hier ganz in der Nähe in Friedrichshain mit seinem sogenannten Sturmbann wütete, auf gegen Arbeiter, Kommunisten, Sozialdemokraten vorging und auf diese Art und Weise einen sehr zweifelhaften Ruf erwarb. Er wurde 1931 unter bis heute nicht ganz geklärten Umständen unter Mitwirkung von einem Arbeiter, der der kommunistischen Bewegung nahestand, getötet. Goebbels versuchte, aus ihm einen Blutzeugen der Bewegung zu machen. Das war der Hintergrund, warum das Karl-Liebknecht-Haus dann zum Horst-Wessel-Haus wurde. Und auch der Bülow-Platz wurde in Horst-Wessel-Platz umbenannt. Und nicht nur umbenannt, sondern er wurde umgestaltet. Hier, wo man heute eine Grünanlage sieht, auf der sich, wenn es etwas wärmer draußen ist, Leute sonnen und die freie Zeit genießen. Der Platz wurde großflächig gepflastert als Aufmarschplatz für Nazis. Und es war auch vorgesehen, dass Hitler hier sprechen sollte. Dann kam irgendjemand auf die Idee, dass dieser Platz viel zu klein war, um eine Menschenmenge zu versammeln, die der Größe des Führers angemessen wäre, sodass Hitler hier niemals aufgetreten ist. Der einzige Nazi, der hier die Luft verpestet hat, hochrangige Nazi, das war Ministerpräsident Hermann Göring, als er 1935 das umgebaute Karl-Liebknecht-Haus der preußischen Finanzverwaltung übergab. Die Nazis haben hier in der Gegend des Rosa-Luxemburg-Platzes zwei Denkmäler errichtet. Ein Denkmal links neben der Volksbühne für gefallene Polizeioffiziere und ein weiteres Denkmal hier vorne direkt gegenüber dem Karl-Liebknecht-Haus, da wo heute sich ein Kinderspielplatz befindet. Ein Denkmal für die Gefallenen der Bewegung der Innenstadt, wie es damals hieß. Also für SA-Leute, die bei gewaltsamen Auseinandersetzungen mit Kommunisten, Sozialdemokraten ums Leben gekommen waren. Dieses Denkmal hat eine interessante Geschichte. Es war ein großer Granitblock, auf dem oben ein Bronzeadler montiert gewesen ist mit einer gigantischen Spannweite. Und Kinder haben dieses Denkmal für sich selber entdeckt, sind darauf herumgeklettert, herumgetobt. Eigentlich kann man sagen, das Beste, was einem Denkmal passieren kann, wenn es auf diese Art und Weise von der Bevölkerung und sei es den Kindern aufgenommen wurde. Es gibt allerdings in den Akten Briefe von linientreuen Parteigenossen, die hier in der Linienstraße wohnten, die sich darüber beschwerten, Polizeischutz für das Denkmal forderten, weil sie nicht wollten, dass also irgendwelche Leute sich dort aufhalten, die angeblich dort nichts zu suchen hätten. Dem ist nicht nachgekommen worden. Die beiden Denkmäler sind 1943 nach
Goebbels berüchtigter Rede im Sportpalast, wollt ihr den totalen Krieg im Rahmen von Maßnahmen zur Beschaffung von Materialien für die Rüstung demontiert worden. Die Bronze wurde entfernt, eingeschmolzen, für die Rüstungsindustrie verwendet, sodass nach 1945 nur noch die Sockel dieser Denkmäler entfernt werden mussten. Interessant ist, dass der Platz am 8. Mai 1945 den Namen Karl-Liebknecht-Platz erhielt. Von wem diese Initiative ausging, ist bis heute unbekannt. Es ist anzunehmen, dass es eine Initiative gewesen ist von Arbeitern, Kommunisten oder Sozialdemokraten, die hier in diesem Kiez gewohnt haben. Denn die offizielle Anordnung, die faschistischen Straßennamen zu entfernen, kam von der Militäradministration, der sowjetischen Militäradministration, erst im Juni 1945, was völlig verständlich war. Denn in den ersten Tagen nach Kriegsende ging es wirklich darum, die Menschen und die Stadt am Leben zu erhalten. 1949 wurde dann die damalige Kaiser-Wilhelm-Straße umbenannt in Karl-Liebknecht-Straße und um Verwechslungen zu vermeiden, wurde aus dem Karl-Liebknecht-Platz der Luxemburg-Platz, der dann 1969 den endgültigen Namen Rosa-Luxemburg-Platz erhielt. Seit 1990 gab es seitens der PDS immer wieder Bestrebungen, eine Ehrung für Rosa Luxemburg auf ihrem Platz, dem Rosa-Luxemburg-Platz, zu realisieren. Für die PDS war es damals wichtig, dass diese Ehrung im öffentlichen Raum stattfindet, nicht auf dem Gelände des Karl-Liebknecht-Hauses, wo es ja relativ einfach gewesen wäre. Allerdings schleppte sich die Geschichte über viele Jahre hinweg hin, ohne dass es wirkliche Fortschritte gab. Und im Januar 1999, eines Morgens, stand plötzlich eine Figur Rosa Luxemburgs, nämlich diese Figur, vor der ich jetzt gerade stehe, im Eingangsbereich des Karl-Liebknecht-Hauses. Die Künstler Rolf Biebel, der die Skulptur geschaffen hat, und Ingeborg Hunzinger, die dazu eine Keramik, zwei Keramikreliefs geschaffen hat, die insgesamt ein Ensemble bilden sollten, und das Anti-Eiszeit-Komitee, ein Zusammenschluss, eine Arbeitsgemeinschaft innerhalb der PDS, hatten die Initiative ergriffen, um jetzt endlich vollendete Tatsachen in Sachen Ehrung Rosa Luxemburgs auf ihren Platz zu schaffen. Dieser Schritt hatte tatsächlich eine unmittelbare Wirkung, nämlich das, was vorher viele Jahre gedauert hat, geriet jetzt sehr schnell in Bewegung. Zunächst einmal wurde die Skulptur wieder entfernt. Das Original steht heute vor der Rosa-Luxemburg-Stiftung am Franz-Mehring-Platz in der Nähe des Ostbahnhofs, zusammen mit den beiden Keramikreliefs, so wie es das von den Künstlern Ingeborg Hunzinger und Rolf Biebel gedacht war. Die Junge Welt, vor deren Redaktionsräumen ich jetzt gerade stehe, hat dann die Initiative ergriffen und dankenswerterweise eine Kopie dieser Skulptur von Rosa Luxemburg gekauft, besorgt, beschafft und vor ihren Redaktionsräumen aufgestellt. Rosa Luxemburg steht jetzt in Sichtweite des Karl-Liebknecht-Hauses. Man kann auch sagen, in kritischer Distanz. Wenige Monate nachdem an dieser Stelle die ursprüngliche Figur Rosa Luxemburg aufgestellt und dann sehr schnell wieder entfernt worden war, wurde ein öffentlicher Wettbewerb ausgeschrieben, wo es darum ging, Rosa Luxemburg auf ihrem Platz öffentlich zu ehren. Im September 2006 wurde das Ergebnis dieses Projektes, dieser Ausschreibung verwirklicht. Überall auf dem Rosa-Luxemburg-Platz wurden mehrere Dutzend Granitblöcke in den Boden eingelassen, auf denen mit Bronzebuchstaben Zitate von Rosa Luxemburg dargestellt worden sind. Aus meiner Sicht nur die zweitschlechteste Lösung. Denn heutzutage kann man nach 15 Jahren die wenigsten dieser Schriftzüge noch lesen, weil sie verschmutzt, abgefahren sind. Zum Teil sind die Betonblöcke beschädigt, Autos parken darüber. Und es gibt nirgendwo auf dem Platz einen Hinweis darauf, was es mit diesen Schriftzügen auf sich hat. Sie werden kommentarlos dargeboten, auch wenn Rosa Luxemburg sich in einigen Fällen von den Aussagen, die sie in früheren Jahren getroffen hatte, längst distanziert hatte. Der zweitschlechteste Entwurf aus meiner Sicht deshalb, weil es tatsächlich die Idee gegeben hat und die wurde ernsthaft diskutiert, auf dem Rosa-Luxemburg-Platz einen Pavillon zu errichten, wo arbeitslose Schneiderinnen Jugendmode der Marke Rosa Deluxe schneidern sollte. Andere Projekte, die damals diskutiert wurden, war ein Wanderweg über die Dächer des Rosa-Luxemburg-Platzes,
aber abgelehnt wurde als nicht mehr zeitgemäß, eine figürliche Darstellung. Deswegen an dieser Stelle nochmal der Hinweis auf die Figur vor dem Redaktionsgebäude der Jungen Welt. Im Eingangsbereich des Karl-Liebknecht-Hauses gibt es drei Gedenktafeln. Zwei stammen noch aus der Zeit vor 1989. Eine erinnert daran, dass Ernst Thälmann als Vorsitzender der KPD in diesem Haus gearbeitet hat. Eine andere daran, dass dieses Haus Sitz des Zentralkomitees und damit der Kommunistischen Partei Deutschlands gewesen ist. Eine dritte Tafel wurde erst vor etwa 10 Jahren angebracht. Sie ist gewidmet dem Gedenken an tausende deutsche Kommunisten, Antifaschisten, die in der Sowjetunion Opfer der stalinistischen Verfolgung geworden sind. Natürlich kann man das Karl-Liebknecht-Haus nicht mit Tafeln bespicken, aber aus meiner Sicht fehlt noch eine wichtige vierte Tafel. Sie erinnert oder sollte erinnern an die sowjetischen Soldaten, die hier im April 1945 bei der Befreiung des Karl-Liebknecht-Hauses ihr Leben verloren haben. Das Karl-Liebknecht-Haus wurde am 24. April 1945 von Truppen der 5. Stoßarmee unter General Bersarin, dem späteren Stadtkommandanten von Berlin, befreit. Konkret waren es Soldaten der 273. Gardeschützendivision. Die Soldaten hatten den Befehl, das Karl-Liebknecht-Haus möglichst unzerstört zu befreien. Das Karl-Liebknecht-Haus war in den letzten Tagen des Krieges tatsächlich unzerstört, was erstaunlich war, weil sowohl die Volksbühne als auch die umliegenden Gebäude Bombenangriffen zum Opfer gefallen waren und schwer beschädigt wurden, das Karl-Liebknecht-Haus hingegen nicht. Und am 24. April 1945 gelang es tatsächlich, das Karl-Liebknecht-Haus nahezu unzerstört zu besetzen, zu befreien. Am Nachmittag wehte auf dem Dach wieder die rote Fahne und es ging eine Meldung nach Moskau, das Karl-Liebknecht-Haus ist in unseren Händen. Und die sowjetischen Soldaten, die dieses Haus besetzt hielten, haben in Erwartung von Auszeichnung, Belobigung, Beförderung eine ganz elementare soldatische Pflicht versäumt. Sie haben das Haus nämlich nicht auf versteckte Ladungen untersucht. Und die Nazis, bevor sie das Haus räumen mussten, hatten tatsächlich an verschiedenen Stellen des Hauses versteckte Ladungen mit Zeitzünderbomben untergebracht, die in der Nacht vom 24. zum 25. April 1945 explodierten. Dabei kamen 25 bis 30 sowjetische Soldaten, für die der Krieg eigentlich schon zu Ende gewesen war, völlig sinnlos ums Leben. Und ich denke, dass man an diese Befreiungstat, an die Soldaten, die bei der Befreiung dieses Hauses und in den Stunden danach ihr Leben verloren haben, durch eine weitere Tafel gedenken sollte. So, wir befinden uns jetzt im Durchgang von der kleinen Alexanderstraße zum Innenhof des Karl-Liebknecht-Hauses. Im Hintergrund der junge Liebknecht. Das ist eine Skulptur, die Ingeborg Hunzinger speziell für die damalige PDS angefertigt hat. Es war ein Geschenk an die Partei. Sie hat also nicht nur mitgewirkt bei der figürlichen Darstellung von Rosa Luxemburg, sondern hat auch Karl Liebknecht abgebildet. Bemerkenswert ist, dass sie damals schon eine sehr alte Frau war, knapp an die 90 oder vielleicht sogar schon über die 90, das weiß ich im Augenblick nicht genau. Jedenfalls hat sie damals noch in sehr hohem Alter daran gearbeitet und als diese Skulptur hier übergeben und eingeweiht wurde, war sie dabei, hat eine sehr kraftvolle Rede gehalten. Es war ein faszinierendes Erlebnis, diese Künstlerin so voll in ihrem Element zu erleben. Wenn wir hier mal nach rechts und links schauen, sieht man, das ist für die Denkmalinteressierten besonders wichtig, grüne Fliesen, die stammen natürlich nicht mehr aus der Zeit des ursprünglichen Adlerhauses oder späteren Karl-Liebknecht-Hauses. Hier hat es eben massive Zerstörungen gegeben. Aber als das Haus nach 1948, als der Wiederaufbau begann, rekonstruiert, neu errichtet wurde, hat man zumindest im vorderen Teil Kleiner Alexanderstraße versucht, anhand der historisch überlieferten Bauunterlagen das zu rekonstruieren, was es damals schon gegeben hat. Das sieht man zum Beispiel bei der Rekonstruktion der Treppenhäuser. Das sieht man, wenn man im Innenhof auf die Wand des Hauses, des Gebäudeteils Kleiner Alexanderstraße sieht. Auch dort wurden wieder Fliesen verwendet. Es wurde dort versucht, das historische Bild wiederherzustellen, was allerdings schon in den 30er Jahren beim Umbau des Karl-Liebknecht-Hauses in Horst-Wessel-Haus, einem Verwaltungsgebäude der preußischen Finanzverwaltung, schon stark verändert worden war. Machen wir uns jetzt auf in die legendären Katakomben, in die unterirdischen Gewölbe, in die Hallen mit den Verstecken aus KPD-Zeiten. Es geht ein paar Treppen hinab in den Kellerräume.
Das Karl-Liebknecht-Haus wurde, wie gesagt, entlang von drei Straßen gebaut, was zur Folge hat, dass auch der Grundriss des gesamten Gebäudes dreieckig ist. Mit dem Ergebnis, dass die Kellerräume, die es im Karl-Liebknecht-Haus wie in jedem anderen Gewerbegebäude gibt, keine rechten Winkel haben. Es ist alles ein Labyrinth auf den ersten Blick und irgendwo kann man sich erklären, wo die ganzen Gerüchte in den 20er Jahren hergekommen waren, wo gesprochen wurde von den Katakomben, von den unterirdischen Gewölben, von den Hallen, von den Verstecken, die es unterhalb des Karl-Liebknecht-Hauses geben sollte. Auch Karl von Ossietzky hat sich von diesen Gerüchten beeindrucken lassen und hat, als er über das Karl-Liebknecht-Haus schrieb, nicht nur vom Hauptquartier der deutschen Revolution gesprochen, sondern er hat auch behauptet, man fühle sich zurückversetzt in die Welt eines Detektivromans, wo alles sehr geheimnisvoll und versteckt zuging. Und tatsächlich ist es so, dass wir hier ganz normale Kellerräume haben. Die Kellerräume wurden auch zu KPD-Zeiten natürlich genutzt. Es gab hier unten, sehr interessant, eine Duschanlage. Und hinter dieser Duschanlage, hinter den gefliesten Wänden, nur zu öffnen mit einem Spezialschlüssel, befanden sich tatsächlich geheime Kellerräume. Allerdings waren dort weder Waffen gelagert, mit denen die deutsche Gesellschaft hätte umgestürzt werden sollen, noch Bomben oder ähnliche Geschichten, sondern es befanden sich dort Verstecke für sehr geheime Unterlagen. Und diese Verstecke sind tatsächlich erst 1933 im Winter entdeckt worden, als die Gestapo hier ganz zielgerichtet gesucht hat. Allerdings nicht durch einen glücklichen Fund, sondern weil ein ehemaliger Mitarbeiter des Hauses, des Karl-Liebknecht-Hauses, nach monatelang schwerer Folter diese Geheimnisse verraten hat. Es wurde dann seitens der Gestapo festgestellt, natürlich könnte man nach weiteren Verstecken suchen, aber es ist nahezu unmöglich, hier etwas zu finden. Wir brauchen weitere Hinweise. Als danach 1945 das damals dann zerstörte Karl-Liebknecht-Haus wieder aufgebaut worden ist, ist man auch bis in die Fundamente gegangen und die Bauarbeiter, die nach 1948 als Baubeginn gewesen ist, hier gearbeitet haben, haben auch keine weiteren Verstecke gefunden, sodass davon auszugehen ist, dass hier tatsächlich nichts mehr existiert, was auf die Zeit der KPD zurückzuführen ist. Zum Erbe, das die Linke von der PDS übernommen hat, gehört nicht nur eine politisch brisante Vergangenheit, sondern es gehören dazu auch zahlreiche Kunstwerke, wie hier dieses Bild von Walter Womacka, das John Scheer darstellt. John Scheer hatte 1933 nach der Verhaftung Ernst Thälmanns die Führung der KPD übernommen. Er wurde im Dezember 1933 von der Gestapo verhaftet und mit anderen Genossen zusammen am 1. Februar 1934 angeblich auf der Flucht erschossen. Im Karl-Liebknecht-Haus gibt es weitere Bilder, die in den verschiedenen Büros hängen. Diese Bilder sind Teil einer größeren Sammlung. Es sind auch etliche Grafiken, Gemälde und so weiter verliehen worden für die Büros von Abgeordneten, für Landesgeschäftsstellen und Ähnliches. Es gibt darüber einen ziemlich großen Bestand und auch das ist ein Thema, was es verdient, sich mal ausführlich damit zu beschäftigen. Wir befinden uns jetzt im Rosa-Luxemburg-Saal. Hier finden die regulären Pressekonferenzen des Parteivorstandes statt, zumeist am Montag um 13 Uhr. Aber der Raum wird auch für politische Veranstaltungen aller Art genutzt. Unter anderem finden hier die Mitarbeiterberatungen statt. Es finden hier öffentliche Veranstaltungen statt. Nicht nur Linke, auch Linke im Sinne von Vertretern der Partei, sondern auch linke Organisationen können diesen Raum nutzen, wenn sie sich entsprechend vorher angemeldet haben. Dieser Raum hat eine sehr bewegte Geschichte. In diesem Raum gab es nach 1990, als die PDS hier ihren Parteisitz eingerichtet hat, eine Gaststätte, es gab einen Laden für sogenannte Ostprodukte, aber alles das, was hier ausprobiert wurde, war nicht befriedigend und letztlich wurde dann der Rosa-Luxemburg-Saal in seiner jetzigen Form und Gestalt eingerichtet. Das Interessante ist, wenn man sich umschaut, man stellt fest, diese Kastenform an der Decke, man sieht die Holzverkleidung an den Wänden. Ich bin vor einigen Jahren mal nach Leipzig eingeladen worden zu einer Hochzeit. Es gibt im Süden Leipzig auf dem ehemaligen Gelände der Agrarausstellung der DDR einen sogenannten Hochzeitspalast. Und ich dachte, ich bin im Rosa-Luxemburg-Saal, weil der Anfang der 50er Jahre eingerichtet worden war, dieser Hochzeitspalast. Und genau im Stil auch des Rosa-Luxemburg-Saales.
Das Karl-Liebknecht-Haus stand seit 1986 unter Denkmalschutz, in der DDR zunächst als Sitz des Zentralkomitees der KPD, seit 1990 dann als ein Bürohaus im Stil der Moderne der frühen 50er Jahre. Und dazu gehört halt eben auch die Tatsache, dass der Rosa-Luxemburg-Saal, so wie er jetzt ist, erhalten werden muss. Und deswegen auch diese doch etwas von der Zeit her ungewöhnliche Form der Decke, der Wände und auch des Mobiliars, was entsprechend ausgewählt werden musste. Soweit ein Eindruck, ein kurzer Eindruck von der Geschichte des Karl-Liebknecht-Hauses. Denn über das Haus selbst, über seine Umgebung, gibt es viel, viel mehr noch zu berichten. Geschichten, Anekdoten, wichtige Informationen und Fakten. Wer sich für das Thema interessiert, für den habe ich noch zwei Empfehlungen. Es gibt einen Film, Berlin-Ecke Volksbühne, der vor zehn Jahren von einer jungen Journalistin produziert wurde, die hier in der Gegend lebt. Der Film enthält einige sachliche Fehler, aber daran sollte man sich nicht stören, weil sie eine ganze Menge Dokumentarmaterial verwendet, was wir aus urheberrechtlichen Gründen an dieser Stelle nicht zeigen können. Der Film läuft gelegentlich auf Phoenix, man kann ihn auch über das Internet kaufen. In jedem Falle sehr empfehlenswert. Und es gibt ein kleines Buch, das ich vor 8 oder 10 Jahren geschrieben habe, über die Geschichte des Karl-Liebknecht-Hauses mit dem schönen Titel Die Zentrale, erschienen im Karl-Dietz-Verlag, ebenfalls über den Buchhandel zu beziehen und ein Werbeblock in eigener Sache, durchaus lesenswert. Wenn es Ihnen gefallen hat, das Karl-Liebknecht-Haus virtuell kennenzulernen, vielleicht ergibt sich in der nächsten oder ferneren Zukunft die Möglichkeit, bei uns vorbeizuschauen. Das Haus steht jederzeit offen für Besucherinnen und Besucher, für Gäste, für Leute, die etwas über die Partei wissen wollen oder die sich auch einfach nur für die Geschichte des Hauses und seiner Umgebung interessieren. Herzlichen Dank. Musik